Hallo Kapitäne zu hoher See, heute zeige ich euch mal wieder ein Replay, eingeschickt von Admiral Akbar in seiner Kamikaze. Ist hier laut hier 5er, 6er, 7er Gefecht und natürlich wird erstmal hier schön schnell vorgespult, weil zu Beginn ist hier einfach mal Fahrt. So, die Mitte wird hier erstmal geguckt und jetzt hat er hier schon die ersten Gegner und da gehen wir natürlich live in die Action und schauen, was er da so erreichen und beschießen kann. Da hinten die Pensacola. Natürlich die Torpedos von der Kamikaze, jetzt die nicht die, die am weitesten gehen. Ja, sieht man leider nicht, aber da muss man schon ein bisschen gut will haben. Aber die Mahan, auf die kann auf jeden Fall schießen auch. Und da kriegt er selber Torpedos. Nimmt hier gerade auch den Cap ein. Sieht man ganz schön, dass er da drin steht. Die Torpedos von ihm kommen gar nicht so schlecht, aber am Ende trifft dann doch keiner leider. Schön und gut an der Kamikaze ist, dass die Torpedos alle so schnell wieder da sind. So, und er lässt hier mal ein Fächer wieder weiterer Aale Richtung Wasser los. Da hinten auf den Nicholas. Aber auch da schaut es so aus, als ob keiner ankommt. Oder was ist mit dem? Ah, der ist ein bisschen davor gewesen. Schade, schade. Also er will hier unbedingt den Punkt für sich haben, aber den bekommt er gerade nicht. Er geht aber auch nicht auf. So, jetzt sind die ganzen anderen mal raus aus dem Punkt. Vielleicht jetzt hier mit geballter Kraft zu dritt, dass sie da den Punkt endlich einnehmen können. So, und das schaut doch ganz gut aus. Komm, noch ein kleines Stück und da ist es deren Punkt. Sehr fein. C und D gehören ihnen. A und B jetzt dem Gegner. Ja, da muss er aufpassen. Die Torpedos von der Seite, die sind unangenehm. Das Team hinten zieht auch noch nicht wirklich nach, muss man sagen. Also da hat er noch nicht so viel und er bleibt hier sehr passiv, geht hier weiterhin mit Torpedos auf die Gegner. Schießt nicht, geht damit nicht auf, also verlässt sich weiterhin auf die Aale. Und jetzt wäre es natürlich spannend zu sehen, was passiert mit der Nicholas, die sich da so festgefahren hat. Die bewegt sich auch nicht wirklich. Also da könnte es jetzt doch sein, dass wir den ersten Einschlag mal sehen. Oh, da schaut's gut aus, da schaut's gut aus, da schaut's gut aus. Und er nimmt den ersten Gegner direkt raus. Erster Treffer, erster Kill. So kann es weitergehen. So, was ist mit der Mahan da hinten? Die kommt ja tendenziell in seine Richtung, wie wir es auf der Minimap sehen. Macht er jetzt echt den krassen Move und fährt so auf ihn drauf. Das ist natürlich gewagt, aber für uns als Zuschauer sehr schön. Und die Mahan wird definitiv nicht rechnen damit, dass hier eine Kamikaze so stark ankommt. Aber es sieht so aus, als ob er sich in letzter Sekunde nochmal anders überlegt. So, Petrus hat auf jeden Fall mal rausgeschickt. Rauch hat er aktiv, wie man sieht. Und ja, nice one. Sehr gut vorhergesehen. Wirklich schöner Hit.
Gut gemacht, Admiral Akbar. Sehr gut. Aber es läuft weiter. Zweiter Nicht Hit, gelingt. zweiter Kill. Ja, wenn das, also das Gegnerteam genug Torpedos hat er, also von dem her bin ich ja mal gespannt. Wirklich, das sind auch die ersten zwei Kills des seines Teams überhaupt gewesen, also besser geht's halt einfach da nicht. So, hier einen kleinen Fächer für die Nürnberg. So, da muss er jetzt ein bisschen gegenkorrigieren. Und aufpassen, dass er nicht aufgeht. So. Die Nürnberg korrigiert da schon gegen. Jetzt ist die Frage, kommen seine Torpedos? Schaut auch wieder nicht schlecht aus. Auch wieder zwei Hits. Und da würde ich jetzt sogar sagen, da würde ich jetzt schießen und den damit wegmachen. Aber er will hier den Punkt haben und dementsprechend wäre es natürlich dann fatal, wenn er da jetzt schießen würde. Die New York wird auch gleich ein super schönes Ziel. Und alle mit dem kleinen Fächer, mit dem er da schießt. Die Nürnberg leider mit dem Wassereinbruch nicht mehr Nicht beschäftigt. gelingt, Also der ist aktiviert. durch. Der braucht da. Kann ihn leider nicht mehr holen, aber sein Teammate, der nimmt ihn da raus. Und er will jetzt hier sich ein bisschen verdünnisieren. Den Punkt hat er geholt. Was machen die letzten vier Torpedos da oder die letzten sechs, die er da im Wasser hat? Wir werden es gleich in Erfahrung bringen, schätze ich mal. Auch wieder ein Treffer, wieder ein Wassereinbruch. Also. Wirklich, jede Salve, die er hier schießt, die kommt irgendwie an. Das ist phänomenal. Ich würde sagen, jetzt wird ein wenig gespult, weil hier in der Mitte haben wir erstmal nicht so viel Action. Und jetzt gehen wir wieder live in die richtige Zeitzone, sage ich mal. Weil da haben wir die Butt Johnny oder Butt Johnny, keine Ahnung. Für mich ist das irgendwie ein Doppelname, Butt und Johnny. Aber die kommt ihm da auch gefährlich nahe. Da macht er nur. Ja, will er hier mal den. Ja, 395. Er ist entdeckt, aber da nimmt er auch den nächsten wieder raus. Er ist mit seinem Schaden wirklich sehr, sehr sparsam. So, jetzt macht er wieder den Rauch an. Und auch hier trifft er wieder. Ja, wahnsinnig. Das gibt's doch gar nicht. Gibt's auch mal einen Hit, den du nicht triffst? Nebelwand gelegt. Aber 5,5 Kilometer gegen einen Kreuzer ist eine sehr unangenehme Distanz. Und auch hier, er macht ganz bewusst wohl nur zwei Zweiersalven, dass er noch eine im Zweifel über hat. Ich glaube, das ist auch gar nicht doof. Und da sieht man, jetzt hat er nämlich die nächste Salve, wo er noch sonst 30 Sekunden hätte. Und jetzt kommen da die nächsten Torps. Und das zeichnet natürlich auch ein Mitdenken bei dem doch eher taktisch ausgelegten Spiel. Oh, und jetzt ist er entdeckt. 3 Kilometer Distanz gegen einen Kreuzer. Und der macht aber direkt mal ordentlichen Schaden. Nimmt einiges raus. Torpedos hat er jetzt gleich wieder ready. Aber einen nimmt er gleich raus. Die zweite hat gerade noch, muss noch reparieren. Da sind Torpedos im Wasser. Muss hier stark gegenlenken. Und kriegt aber so ganz knapp die Kurve. Alter Verwalter. Und hier, dann nimmt er ihn raus und macht die zwei Hits, die ganz wichtig sind in dem Augenblick. Gegnerischer Kreuzer zerstört. Wow. Nun jetzt die Colorado. Aber da muss man einfach sagen, das war gerade Spannung pur. Und ganz wichtig auch, dass er da so trifft. Also sonst wäre es für ihn gelaufen gewesen. Problem gelöst. Colorado fährt da recht stark geradeaus. Ob die wieder meines Erachtens gleich
gut kommen. So. Eine Zweiersalbe macht er nicht mehr. Hat er schon genug? Oder will er da weg, weil die Cleveland da kommt? Das ist natürlich sehr gut möglich, dass er da ein bisschen Respekt hat. So, nun aber den nächsten. Er setzt sie so ein bisschen hinterhalb an. Colorado dreht er auch gerade schon bei. Über ihm der Flieger, der ihn jetzt aufdeckt. Und vor der Cleveland muss man natürlich aufpassen. Cleveland ist ein absoluter Zerstörer-Killer. Der Kreuzer ist unglaublich unangenehm. So, er hat immer noch die Cleveland, die Colorado anvisiert. Geht auch weiterhin auf die Colorado. Die Cleveland sollte er mal versuchen zu beschießen. Beziehungsweise, ja, da hat er eigentlich auch Leute hinter sich. Ja, nee, die Colorado wegzumachen hat jetzt, glaube ich, schon Priorität. Wobei, jetzt geht er auf die Cleveland. Maschinenboost deaktiviert. So, Maschinenboost ist aus. Und da hat er jetzt mal ein paar alle für die Cleveland bereitgestellt. Mal schauen, ob die Cleveland da auch mitmacht. Die Torpedos auf die Colorado trifft natürlich wieder einer. Und ihr habt es gesehen, der zweite ist dann disappeared. In dem Fall verschwunden, wie man so schön auf richtigen Deutsch sagt. Also das heißt, es war wirklich knapp, dass da der erste Torpedo sein Ziel gefunden hat. So, die beiden, die sind jetzt schon auf Kurs weg, bloß weg von den Gegnern. Rückzug ist wohl angesagt. Aber ihr seht es an den Tickets oben, eine sehr knappe Runde bis dato. Aber jetzt ist die Cleveland weg, nur noch die Colorado da. Ticketsmäßig liegen sie leicht vorne, aber eben auch nur leicht. Und jetzt wird auch schon der letzte Point gerade gecapped. So, jetzt muss langsam mal die Colorado dran glauben. Und diesmal ein bisschen vorgehalten, weil er schon die Drehbewegung ein bisschen vorhersieht. Zehn Kilometer da noch. Was kommt denn da plötzlich an? Da muss er aufpassen. Das Teammate Dimioko sehr, sehr kritisch, solche Torpedos. Macht hier den Rauch an. Er verschwindet. Ja, alter Verwalter, du. Nebelwand gelegt. So, man sieht, keiner der Torpedos diesmal angekommen. Aber dafür kann er jetzt den Punkt holen. Seine Torpedos sind wieder nachgeladen. Und da ist die Colorado. Jetzt hat er die Hatsuhara Gott sei Dank an seiner Seite. Das heißt, dementsprechend wird sich die Colorado auf die Hatsuhara fokussieren. Und er kann dementsprechend etwas näher ran und kann hier wahrscheinlich, und so wird es gleich richtig cooles Manöver werden, alle seine Torpedos ins Ziel bringen. Ja, alle im Wasser. Alle Torpedos laufen da auf Gegner auf. Hatsuharu, Colorado. Ja, und er macht den Kill. Holt sich die Unterstützer und lässt gleichzeitig noch die Krake frei. Er schreibt auch nice one. So, aber nach wie vor das Gegnerteam immer noch mit den Tickets in Führung liegend. Und die Zeit 3 Minuten 44. Viel haben sie nicht mehr auf der Uhr. Aber er spielt unglaublich effektiv und wirklich auch schön planend. Das macht er sehr gut. Das gefällt mir außerordentlich gut sogar.
So, was das jetzt wiederum sein Teammate da hinten im Hinterhalt schlecht macht. Hätte mal Captain fahren sollen, aber das macht er nicht. Nee, er dreht bei. Das ist ein bisschen Quatsch. Teamdienlicher wäre da was anderes gewesen. Must-Kill, naja, sehe ich nicht so. Also natürlich ist Killen schön, aber man hätte es mit dem Cap, hätte man sich da ein bisschen Druck rausnehmen können. Weil jetzt fahrt er eh scheinbar Richtung B. So wie er das auch ansagt. Also weil, hätte ich den Weg über A genommen und dann hätte er B immer noch gehen können. So. Den Kreuzer lässt er aus und vorher geht direkt jetzt hier Richtung New York. Fährt hier auch volle Lotte jetzt drauf scheinbar. Und jetzt ist er entdeckt und muss hier alle seine Torpedos loswerden. Und wie schaut's aus? Wie viele kommen an? 1, 2, 3 Stück kriegt er hier ins Ziel. Und jetzt hier die letzten Hits. Und auch da Zieltreffer und macht das Großkaliber klar. Jetzt muss ich euch leider hier das Replay abbrechen, weil er wird den Kill machen, aber sobald der Kill stattfindet, ist er nämlich leider, ist das Spiel leider beendet. Dementsprechend, wir sehen auch, da wird er nochmal gut getroffen, das waren ja die letzten Hits von ihm. Und bevor er jetzt hier leider das Replay abbricht, wäre es schade drum. Deswegen vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat es gefallen. 6 Kills, 13 Zieltreffer, über 100.000 Schaden. War, glaube ich, eine sehr beachtenswerte Runde. 127, um ganz genau zu sein. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.